Eine kleine Sache, bevor es losgeht. Der Ingame-Sound ist übertrieben etwas zu laut. Und ich habe in Filmora nochmal probiert, indem ich etwas schneide und so alles drum und dran. Habe ich nochmal probiert, das Ganze etwas zu ändern, dass man mich etwas deutlicher versteht und halt, dass der Ingame-Sound etwas leiser ist. Aber irgendwie war das dann doch nicht so. Ich habe zwar trotzdem versucht, es irgendwie möglich zu machen, aber war dann leider doch nicht so. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass es euch dann gefällt. Und ja, würde ich so trotzdem sagen, viel Spaß bei dem folgenden Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt zu Sonic Mania. Wir fangen direkt an und dieses Spiel speichert automatisch, beendet das Spiel nicht und schaltet das Gerät nicht aus, während dieses Symbol angezeigt wird. Okay. Wir sind hier im Hauptmenü und seit heute sogar pünktlich um Mitternacht kam Sonic Mania raus. Für die wissen, oder für die Leute, die nicht wissen, was genau Sonic Mania ist, ich werde es so mehr oder weniger erklären, auch wenn ich nicht so gut im Erklären bin, aber ich versuche es einfach mal. Sonic Mania basiert auf die älteren Sonic-Spiele, Sonic 1, 2, Sonic & Knuckles, beziehungsweise Sonic 3. Und man sieht es am Grafikstil, es ist nach den älteren Sonic-Spielen auf jeden Fall angelehnt. Aber wie sie es selbst betiteln, ist es gleichzeitig alt und neu. Es sind auf jeden Fall noch ältere Zonen von früher bekannt, wie Chemical Plant Zone auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Green Hill Zone auf jeden Fall. Und ja, zwar sind die Designs ja gleich, aber die Levels sind halt neu. Aber für die Leute, die es jetzt gerade nicht spielen oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen, wie auch immer, ich werde es heute in diesem Angezockt mal für euch testen. Und ja, wir sind jetzt hier im Hauptmenü und können das jetzt auswählen: Mania-Modus, Optionen und Extras. Was die anderen zwei sind, das weiß ich nicht. Aber wir gehen erstmal in den Optionen und dann haben wir ja schon mal die Möglichkeit, hier Grafik, Ton, Steuerung und Sprache auszuwählen. Wir gehen erstmal in Grafik rein und können nochmal unterschiedliche Filter einstellen. Okay, das scheint die Grafik von früher zu sein, so wie es aussieht. Okay, kein Filter, dann sieht es nochmal etwas schärfer aus. Klar, okay, zwischen klar und kein Filter merkt man nur einen minimalen Unterschied, aber ich lasse es mal bei kein Filter. Und Ton, ja, Musik und Effekt, ich lasse es jetzt einfach so eine Steuerung. Wahrscheinlich wird nur mit dem D-Pad gespielt, beziehungsweise halt mit dem Steuerkreuz. Bin mal gespannt, ob das auch mit dem linken Stick geht, aber ich denke mal ja. Steuerkreuz oben ist hoch, sehen, bewegen links, rechts. Ducken und wirbeln, Steuerkreuz unten und A und B springen. Okay, leicht das Prinzip eigentlich. Sprache.
Ja, bleibt einfach so. Extras? Da scheint es auch irgendwas zu geben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mitwirkende. Na, das sind einfach die Credits. Also, ja. Ist jetzt nicht so viel. Jetzt bin ich auch zurückgegangen. Scheiße, wollte ich nicht. Nein. Fail. Ja, ich denke mal, Mania-Modus wird dann so eine Art Story-Modus mit vielen verschiedenen Zonen sein. Und ja, legen wir einfach direkt los. Und haben sehr viele Speicherstände. Warum auch immer man so viele Speicherstände braucht. Dann kann man auch loslegen ohne zu speichern. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Pfeil rein. Ah, spontan. Und ja. Wir sehen direkt. Warte mal. Ich kenne den Soundtrack. War das gerade Angel Island gewesen? Und was geht hier bitte schon ab? Eine Armee von Dr. Eggmans Robotern. Oder ja, wobei. Dr. Eggman bekam seinen Namen erst später. In den älteren Sonic-Teilen hieß er noch Dr. Robotnik. Und was geschieht jetzt hier gerade? Irgendein Kristall, der irgendwelche merkwürdigen Dinger macht, uns irgendwo teleportiert. Und jetzt? In der Green Hill Zone landen? War das ein Teleporter oder so? Nice Einblende. Okay, die Soundtracks sind auf jeden Fall anders. Das hört sich auf jeden Fall krass an, auf jeden Fall. Ist nice. Man hört den Soundtrack auf jeden Fall von der Green Hill Zone auf jeden Fall raus, aber ein leichter Remix. Also der Soundtrack hat sich leicht verändert. Auf jeden Fall ist alles gleich geblieben, aber so wie es aussieht, ist Akt 1 dieselbe. Vielleicht ist das auch so gehandhabt oder so, dass altbekannte Zonen von früher im ersten Akt gleich sind 1 zu 1 und dann vielleicht Akt 2 vom Design gleich, aber Levelaufbau anders ist. Keine Ahnung. Aber ich werde jetzt dieses angezockt jetzt nicht so lange laufen lassen oder so. Mal schauen. Muss selber sehen, wie weit ich auf jeden Fall komme. Aber dass man keine wirklich. Ich habe jetzt nichts gegen Tails, aber er ist nur gerade ein bisschen zu doof irgendwie gerade. Aber warum hat man keine Möglichkeit, mit irgendeinem Charakter zu spielen? Die 100 Ringe gibt immer ein One-Up dazu, wie in den Mario Games. Das war, oh man, wie hießen die Gegner? Keine Ahnung, Badniks oder so? Ich weiß nicht, ich kenn die Gegnernamen nicht so irgendwie, ne. Also, habe ich zwar, aber ich kenne jetzt nicht hier die ganzen Gegner. Also ich bin jetzt nicht so Detail und kenne jetzt alles. So ein paar Games auf jeden Fall. Was war das? Ist das irgendein Bonusring oder was ist das? Lol, okay. Fangen das UFO. Okay. Steuerung ist weird, aber 3D. Warte mal. Das gab's doch im ersten Teil auch, oder? Irgendwie sowas in der Art. Also auch so eine Art Bonus. Ne, man muss Dinge einsammeln. Das check ich jetzt gerade. Ich hätte gerade zwei noch Hindernisse. Ging das irgendwas? Hat man da irgendwie schneller oder so? Ich glaube, ich verkack's. Kann das sein? Kann ich nicht auch überspringen, Leute. Aber da dauert man langsamer. Und wenn die Ringe auf 0 sind, dann hab ich verkackt. So, also ist gut. Dann doch lieber mal ein paar Ringe zu sammeln. Was passiert, wenn ich diese Anzeige da überhaupt voll habe? Match 2. Bin ich jetzt schneller geworden oder bin ich mir das jetzt nur so gerade ein? Irgendwie ist mir das gerade alles zu viel. Ich check irgendwie gerade gar nicht, was hier abgeht. Ich soll irgendwie Ringe sammeln, bevor irgendwas geschieht, bevor ich wahrscheinlich nicht mehr in diesem Special bin oder so irgendwie. Keine Ahnung. Da muss ich eins sagen, so genau, mit den Sonic Games kenne ich mich jetzt auch nicht so krass aus. So ein bisschen schon, aber jetzt auch nicht so. Hat mir das irgendwas gefallen? Okay, ja, ich habe nochmal ein paar Ringe bekommen. Wie lange dauert das jetzt? Wow. Okay, ich hab's verstanden. Nee. Ach du Scheiße.
Okay. Chill mal. Ich komm kaum mit. Die Steuerung ist aber auch ein bisschen, ey. Okay, so ist jetzt so 3D-Kram und so, klar. Ich schaff's nicht mehr. Ich brauch Ringe. Nein! Ich schaff's nicht mehr. Nein! Scheiße! Hätte man da jetzt einen Chaos Emerald bekommen? Wahrscheinlich. Ja, hätte man bekommen können. Scheiße. Ja, alle 7 Chaos Emerald wird man dann zum Super Sonic. Okay, ist klar. Okay, und man kann auch mit dem linken Stick vom Pro Controller steuern. Wahrscheinlich geht das auch mit Joy-Cons. Joy-Con! Das S wollen sie ja nicht. Ich kenne das irgendwie nicht S besser, ich weiß auch nicht warum. Aber egal. Den Soundtrack, wenn man unverwundbar ist, gibt es auch nochmal dazu. Ein ganz anderer. Schön. Was ist jetzt hier? Jetzt schon Boss? Das ist erstmal Akt 1. Kommt das nicht normalerweise immer bei Akt 2? Weil ich kann ja schon mal stand, aber ich bin dann noch ein bisschen unverwundbar. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, das Angriffsmuster ist ein bisschen komisch. Tails fail, aber ist immer wieder am Leben. Okay, das weiß ich. Ist leicht. Okay, nee, er hat noch was vor. Ne. Okay, war schon das letzte Leben. Sonst war's schon. Ja, okay. War aber übelst leicht, ey. Okay. Ja, die Punkte lassen sich sehen. Ich hab eigentlich mit dem One-Up gerechnet. War das nicht immer so bei den älteren Sonic Games, dass man so ab 10.000 Punkte irgendwie einen abbekommen hat oder so? Oder wie war das? Ich könnte mich noch recht gut daran erinnern, dass es irgendwie so war. Vielleicht glaube ich nur Bullshit und keine Ahnung. Wie auch immer. Können wir durch? Oder mit dem Wirbel? Das ist das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ne? Aber dass wir das nicht entfernt haben. Ach man. Wovon die Rede ist, das ist natürlich die Kamera, weil. Ach man, OBS, nein, bitte jetzt auf zu lenken, denn das kann ich gerade nicht gebrauchen. Nee, die Sache ist, wenn man so schnell mit Sonic ist, dann kommt die Kamera nicht so richtig mit. Und das ist so ein designtes Nachteil. Naja, das ist so ein Ding. Das tue ich mal lieber, bevor ich nochmal angebetet werde. Okay. Was war das jetzt? Hat der einen Feuerball jetzt gemacht oder was? The fuck? Okay, wenn ich B springe und dann in der Luft nochmal, kann ich nochmal so eine Art Angriff ausführen oder so? Keine Ahnung. Aber okay. Jetzt sind wir im Hyperspeed. Yo! Gotta go fast, Sonic! Wunderbar. Aber wenn es ein bisschen zu schnell ist, dann ist es. Ja, ist es auch wieder ein bisschen komisch. Aber das ist halt typisch, ne? Aber warte mal. Das gab's bei den vorherigen Sonic Games aber nicht, oder? Wenn er sich eben schnell bewegt hat oder jetzt hier dieses Item halt ausgeführt hat. Hat man nochmal so einen Schatten gesehen? Keine Ahnung. Nein, ist halt kein richtiger Schatten, aber halt. Naja. Was kommt jetzt? What the fuck? Jetzt schon? Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber. Mir kommt es bekannt vor. Death Egg oder so? Kann auch falsch sein, ich weiß es nicht. Irgendwas mit Death Egg oder so? Das ist vielleicht auch möglich, auf seinen. Ja, auf seinen. Arm drauf zu laufen. Okay, cool, das ist auch. Einfach such nochmal. Wunderbar. Okay. Bin mal gespannt, wie viel der aushält. Komm, versuch's nochmal. Okay, mach halt Bombe. Wie nicht viel bringt. Ja, okay. Ja, da hätte ich jetzt nicht warten sollen. Komm, vielleicht etwas näher ran oder so, dann trifft er seinen Arm. Das ist gut. Hä, warum? Okay. Ich gebe die Ringe her. Nein, was mach ich denn? Ich will wenigstens ringen. Okay, dann bitte jetzt. Du sollst keine Bombe werfen, du sollst deinen Arm hervorheben.
wie hältst du noch aus, Mann? Ich hab dich schon fast 10-mal one-hitted. Ich komme nicht mehr weiter. Ich bin tot! Ja, was hätte ich jetzt noch tun sollen? Hä? Was war denn das jetzt für eine Verarsche? Ah ne, das Death Egg, das war diese komische Kugel, das was aussieht wie so ein extra Planet. Aber, ach man, wie hieß der große Foto? Ist der das so? Ich weiß schon gar nicht mehr. Der Death Egg Robot? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht mehr, sorry. Wenn es einer weiß, bitte in die Comments. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber so als 2D ist ein bisschen komisch, aber es hat was. Kann man die nur von oben angreifen oder was? Scheiße. Komm schon, greif doch mal an. Ach, fuck. Ja, jetzt hab ich keinen Ring. Scheiße, nicht gut. Gib einen Ring. Bitte. Nee, ist nicht so schade. Okay, hier nochmal zwei. Nochmal zwei. Ich sollte mich nicht so weit begeben, sonst kriegt er nur einen Sekunden. Ja, Tails kann nicht sterben. Ja, jetzt ist er tot. Hä? Warum? Hallo, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, ist ja schon tot gewesen. Was ist das für ein Mist? Ja. Guck mal. Oh, jetzt schon tot. Okay, das ging jetzt halt doch schneller. Ich glaube, Tails kann doch was. Und das ist jetzt so eine Riesenkapsel, wo ich dann die Tiere entfreien kann. Wunderbar, hab ich jetzt auch mal endlich mal hinbekommen, ne? So, haben wir es mal geschafft. Okay, ja, die gehen einfach so rein, obwohl ich davon daran gestorben bin, aber okay. Also, der müsste hier mein PC gerade irgendwas öffnen, aber lass ich jetzt nicht zu. Was ist jetzt hier geschehen? Da habe ich andere Reporter. Jetzt das Teilchen wird zu wirken. Das Kristallportal, wie auch immer. What the fuck? Und da sind wir hier in der Chemical Plant Zone. Wenn man das so richtig ausspricht. Ich hoffe es einfach mal. Und ich weiß nicht warum, irgendwie. Ich finde die Zone geil. Ich finde den Soundtrack geil. Oh, schön. Schön. Da könnte ich sofort mitmachen, ey. Aber ach, Mann. Keine Ahnung warum, aber ich finde den Soundtrack einfach wirklich. Oh, ich könnte ja stundenlang drüber reden. Das ist. Aha, himmlisch. Himmlisch. Aber das, ich glaube, das folgt gleich in Akt 1. Da gibt's eine Passage, die ich überhaupt nicht leiden kann. Da hinten, da muss ich das ist das blaue Gefährt und wofür ist das jetzt bitte schön? Das ist aber auch was Neues. Irgendwas. Da kommt die Kamera schon fast gar nicht mehr mit, wenn man so schnell ist. So damals genauso, aber man muss dann nicht so viele hinbekommen irgendwie. Warum auch immer. Das ist halt auch so ein kleiner Nachteil. Du weißt halt nicht, wo du hinläufst. Aber das ist doch dämlich. Ja, genau diese Passage. Oh, nee. Entweder ist man zu doof zum Hochspringen, dann wird man zerquetscht. Die Tails gerade eben. Schön mit Ansage, perfekt. Man muss nämlich ordentlich gut time springen, damit man halt immer wieder nach oben kommt. Und halt auch nicht zerquetscht wird. Das ist halt also so die Scheiße. Aber das scheint nicht gut hinbekommen zu haben. Wunderbar. Gut. Ah ne, die hatte ich nicht. Okay, wobei, okay. Da hätte ich lieber warten sollen, aber ich habe es einfach so hinbekommen. Okay, auch gut. Ja, das ist einfach wunderbar. Okay. Geht von selber. Nein. Okay, na.
Da hab ich gerade Lack. Och nee, ne? Okay, man kann sich auch entfreien. Okay, das geht auch. Checkpoint, soweit alles gut. Und hier wird das so ein kleiner Mini-Boss oder was? Okay. Und wie geht der jetzt hier ab? Okay, hat das mal von dieser komischen Farbe hier etwas genommen. Wer uns will uns verfolgen, ich kann ihn anhitten. Dann ist das noch so ziemlich komisch. Okay, wenigstens hast du ihn anbetet. Wenn ich es nicht gebacken kriege, dann wenigstens Tails. Ich kann ja auf jeden Fall mit ihm fliegen, das ist auf jeden Fall gut. Nein, lass mich in Ruhe! Oh. Komm, greif mal da an. Nein! Okay. Nächster Treffer. Wie viel hat der? Denkt man noch so 1, 2, denke ich mal. Okay. Och, oh, da war schon letzte. Okay, na dann. Jetzt schon geschafft. Okay, das war ein bisschen schnell. Ah, ich wollte was ausprobieren. Okay, das war auch in den alten Sony Games so, dass man diese Ziel. Ja, halt, das Zielteil halt so ein paar Mal berühren konnte halt. Für extra Punkte. Oder vielleicht ist es auch nur hier. Ich weiß es nicht. Okay, der Soundtrack hat sich geändert. Komplett anderer. Und man sieht jetzt schon, das gab es beim zweiten Teil nicht. Solche hier, diese Spritzimpfungsteile da, die man vom Arzt kennt. Okay, einmal blau, einmal rot. Was soll man das sagen? Da kann ich springen. Mit dem grünen. Da springt gleich Meter weit nach oben. Alles klar. Okay. Ja, Tails. Ja, ich sollte mal zu befreien. Ein paar Ringe nehme ich mal noch gerne mit. Die lila Teile sind auch nicht. Kannst du nicht kurz sagen. Wir können klammern und ja, nach oben gehen. So eine Art. Okay. Alter, 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 Alter. Okay. Okay, nice. Das bist du schon. Egal. Das ist also irgendeine Kapsel, die mich nach unten bringt. Okay. Jetzt können wir noch was spritzen. Whatever. Ah, nee, nicht diese komische gegnerische Farbe da. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Was das war, keine Ahnung. Ich hab so eine Falle, keine Ahnung. Ja, in welche Richtung? Sag mal, mal nach links. Ich hab nach links gedreht und nicht nach oben. Ich bin halt nach unten. Nach oben. Unten. Wie auch immer. Ist das jetzt hier ein Labyrinth oder was? Nee. Naja, egal. Was bringt denn das jetzt so? Unten zu gehen oder was? Okay, wahrscheinlich, ne? Ah, konnte ich jetzt nicht wissen, es war ein bisschen spontan. Kommt jetzt noch unten so nach oben, okay. Ja, geht's dann nach links, aber das ist einfach so. Wahrscheinlich. Oh! Mann! Einfach ein bisschen Teile da rein. Hier ein bisschen an Röhren innen, hab ich so das gesehen. Übrigens ist auch geil, ne? Ist nice. Ist auf jeden Fall nice. Ja, einfach mal ein Level auffolgen, weil ich gerade keinen Plan habe, wo ich eigentlich richtig hinlaufe. Wird schon irgendwie richtig sein, ne? Einfach dahin springen. Nein. Das geht weiter nach oben. Diese Teile gibt es auch. Kommen wir nicht auch weiter, als müssen wir hier nach links. Oh, der ist Spritze oder so. Okay, gegen. Nach oben zu kommen. Ich muss manchmal nichts mehr drücken. Ich drück gerade gar nichts, ne? Rennt manchmal von alleine los. Ich glaube, das. Na, bleib so. Und los geht's. Wunderbar.
findet man da nach oben irgendwas, was das sein soll, keine Ahnung. Ne? Warum denn zum Beispiel berührt? Okay, jetzt auf jeden Fall. Über hier in diese Kugelformation. Geht alles schneller. Jetzt finde ich gerade nichts. Geht eigentlich auch, ne? Wenn man mal nichts tut. Ich warte mal lieber. Jetzt. Hat das jetzt was gebracht? Ja, ich denke mal schon, ne? Nicht in dieses Gegner, das gefällt auf jeden Fall. Ja, wo denn dann? Ich riskiere es einfach. Ging das irgendwas? Hat das irgendwas gebracht? Da ist ein Ringer, schön. Ich glaube, das hat nichts gebracht, oder kann das sein? Okay, jetzt versucht irgendwas, ne? Kriegt aber nicht hin, weil das nicht kann. Hier, guck mal, rutschen. Geht jetzt überhaupt allgemein richtig oder ist das irgendwo nur random? Hat keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe gerade richtig, ne? Das ist jetzt schon 5 Minuten fast. Okay, das Level scheint ein bisschen schnell zu sein. Und was soll das jetzt? Fuck, wir spielen ein Minispiel gegen Eggman und versuchen dann zu gewinnen. Fuck. Nee, warte mal, das erinnert mich. Ist das nicht Puyo Puyo? Ich denke mal ja. Es sieht wenigstens so danach aus, also. Beziehungsweise halt das Puyo Puyo Tetris halt, weil das so ähnlich aussieht. Okay, warum haben wir jetzt so Dings bekommen? So einen schwarzen? Keine Ahnung. Noch ein. Was noch alles? Wie lange soll das jetzt dauern? Das dauert jetzt auch nicht lange. Das Video wollte ich jetzt eigentlich nicht so lange machen. Oh, scheiße. Na gut, okay. Machen wir das halt dann. Ja, jetzt habe ich noch so ein Ding bekommen. Alter, was ist los? Ich versuche es jetzt einfach irgendwie. Wird schon irgendwie richtig sein, das alles. Ja. Ist auch mal eine nette Idee als Bossfight, ne? Irgendwie hat was. Aber irgendwie scheint es halt auch Bossfight irgendwie nicht zu surfen oder wie gerade nicht kann. Wie auch immer. Aber auch schön, ne? Immer mehr rein. Ich hab das Tor, aber da war nur eine grüne. Wie viel bekomme ich noch bitte schön von ihm? Was ist das für ein Mist? Ja, ich krieg's gerade nicht gebacken. Ja, hallo? Kannst du dich mal aufgeben? Können sie dich. Das ist doch ein bisschen scheiße. Komm schon, bitte. Ich will nicht verlieren. Ja, wie viel bekomme ich doch von ihm? Ja, toll. Ja, jetzt verkacke ich es auch noch. Was soll denn dann das? Aber es ist auch mal nochmal eine andere Idee, mal so einen Bossfight zu gestalten. Noch ein Kind ist am besten. Achso, nur dieses eine da. Zusammen. So, ich will zwar anders machen. Und ich rausziehen. Ja, ich muss jetzt irgendwo hinstellen. Ich brauche ein Orangenschnitz, bitte. Warum bekomme ich keine Orangenschnitz? Das ist gerade nicht gut hier. Diese Konstellation. Aber so wie es aussieht, verliert er gerade. Sehr gut aus. Ich weiß gerade nicht wohin. Komm! Jetzt lass es einfach bleiben! Du hast sowieso gleich verloren! Was willst du noch alles daran retten? Okay, danke. Oh, ich dachte schon, ey. Meine Fresse. Okay. Okay, haben es geschafft. Oh, ich dachte jetzt schon, hätte ich das jetzt verkackt, ne? Hätte ich das jetzt verkackt. Ja, speichert er automatisch, also. Hoffe ich mal, dass ich gleich nach der nächsten Zone rausgehen kann. Oh, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht, ne? Da muss ich sogar sagen,
den Soundtrack kenne ich schon, den habe ich schon vorher schon gehört und das ist so geil. Das ist wirklich so geil, aber ich will nicht noch weiter in die Länge ziehen. Wir haben schon fast 30 Minuten gleich und ja, mit der ganzen Atmung wird es auf jeden Fall bei 30 Minuten bleiben, also lasst es jetzt so dabei. Ja, wenn euch... Warte mal. Bist du der Schnellsten gegen die Zeit ist jetzt freigeschaltet. Bereit für eine Herausforderung. Wettkampf ist jetzt freigeschaltet. Okay, achso, das sind die anderen. Okay. Ja, da würde ich sagen, jetzt, wenn euch hier und das Video gefallen hat, hier mal wieder ein angezockt, beziehungsweise ich habe es umbenannt, das hieß Let's Test, aber angezockt klingt irgendwie geiler. Ja, von Sonic Mania. Ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Video hier. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.